Hallo, Hallöchen. Wie ihr sehen könnt, ist der Briefträger wieder da gewesen und hat mir die nächsten 6 Hefte gebracht. Von 80 bis 85 haben wir jetzt hier. Wo packe ich die vor lauter Schreck hin? Ich packe die jetzt einfach mal hier unten hin. Und nehmen uns mal die 80 und das war auch noch drin gewesen, falls es irgendjemand interessiert. Das ist ein kurzes Angebot, anstatt 32, 99, 25, 99, diese Weißbandreifen. Ich persönlich finde die nicht so schön, muss aber jeder selbst wissen, ob er das haben will oder nicht. Wir werden das Teil mal aufmachen. So. Das. Das kommt wieder in den Papierkorb. Da kommt hier hin. Und wir schauen wieder mal ins Heftchen. Wieder ein paar Schräubchen haben wir hier. Und es geht weiter mit der anderen Seite von dem hinteren Kotflügel. Der da wird jetzt fertig gemacht. Genau. Und dann kommt der auch ans Chassis ran. So. Dann wieder ein paar Informationen über den dritten Teil, wo er im Wilden Westen ist. Und das, was im nächsten Heft ist. Und das, was in diesem Heft ist. Gut, dann machen wir das auch noch auf und holen das mal alles raus hier. So. Gut, dann werde ich erstmal alles soweit vorbereiten. Rausholen alles, was wir brauchen, und LP-Schraube. Dann, ich glaube, das war die Schraube, die mir letztes Mal gefehlt hatte. IP-Schraube? Ich weiß es nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Hat ein bisschen, das brauche ich nicht gedauert, aber bei mir hat es ein bisschen gedauert. Musste noch ein bisschen was hier so rauskramen und alles. Gut, dann wollen wir doch einfach mal anfangen. Ich nehme euch erstmal wieder mal ein Stückchen näher ran hier. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier haben. Und zwar haben wir dieses Teil. So. Und 2 AP-Schrauben. Ich bin so froh, dass über diesen Tipp, den mir einer meiner Abonnenten gegeben hat, mit diesen Tüten, da geht jetzt so schön schnell, die aufzukriegen. Die können mich jetzt nicht mehr ärgern. Diese bösen Tüten. So, dann bauen wir diese beiden mal ran hier. Was haben wir denn hier? Da. Der hier ran. Der hier ran. Und dann kommt dieses Teil. Und das kommt auch wieder mit wahrscheinlich 2 AP-Schrauben. Schaut es euch an. Zack. Und offen ist die Tüte. Ich bin so begeistert. Nur jetzt wollen sie mal nicht mehr raus. Also irgendwie ärgern sie mich dann doch immer. Weil dann irgendwie die Schrauben dann nicht mehr raus wollen. Und ich kann sie jetzt wieder zumachen. Weil ich keine Angst haben muss, dass ich sie nicht wieder aufkriege.
Also, an dieser Stelle nochmal danke für diesen Tipp. Das spart mir echt Nerven. Ich kann meine Energie ins Bauen, mehr ins Bauen reinsetzen. So. Jetzt mich mit diesen blöden Tüten rum zu ärgern. So. Damit haben wir das auch. Dann kommen wir jetzt zu dem roten Teil. Das rote. Lass mich schon raten, mit zwei. Nee, das wird mit IP-Schrauben 2 festgemacht. Die haben wir hier. Zwei Stück. Dort wieder rein. Die will irgendwie nicht so richtig, wie ich das will. Vielleicht auch der Schraubendreher ein klein wenig zu groß. Da ist ein Stück abgebrochen von der Schraube. Auch ein Ding. Dadurch fest der Schraubendreher nicht mehr. Die packe ich erstmal zur Seite. Mal gucken, ob ich davon noch welche habe. IP. Nicht, dass ich die noch brauche, dann. Nee. IP, da haben wir noch eine übrig. Vom letzten Mal. War doch jetzt ein IP, ne? Ja. Und Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Das war jetzt der kleinere, Entschuldigung.
klingt komisch. Soll glaube ich auch nicht so klingen. Ist fest, ich lasse die jetzt mal lieber so. Aber die Schraube hat es irgendwie jo, zerrissen. Okay, dann kommt jetzt das kleine Teil hier ran. Sagt jetzt bitte nicht, doch, es wird auch mit einer IP-Schraube festgemacht. So, eine IP-Schraube und eine IP-Schraube. Und die gleich wieder zurückpacken. Zack, zack, zack. Ja, nicht so einfach alles hier. So, seid ihr noch dabei? Ihr seid noch dabei. Gut. So, die IP-Schraube. Okay, was ist mit meinen... Umdrehen hier nicht so ganz in Ordnung. Ein bisschen an Magneten ranhalten. Und gleich ist es wieder dollarmagnetisch. So. Haben wir. Jetzt fangen wir an, und zwar mit dem RR5. Das steht immer hier, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, da an diesem hinteren Teil steht das immer dran. Und in der Beschreibung auch. Das sind jetzt mit den AP-Schrauben. Ein paar rausholen hier gleich. Und zwar kommt das hier unten ran. Turum, turum. So, dann geht's auf die nächste Seite und es geht weiter mit 432. Also 432. Reicht die deshalb so, ich brauche doch nicht mehr zu gucken, weil ich mir die schon so hingepackt habe. Ist nur echt ein bisschen doof, das hier festzuhalten.
das Löschlein zu finden und noch in der Kamera zu bleiben, sodass ihr natürlich auch was seht. So, der hin. Okay. Was ist denn jetzt hier los? Irgendwie wird es heute nicht so, wie ich das will. Bestimmt die Wärme. Mit Sicherheit die Wärme. Ich muss das mal ganz kurz hier. Wartet mal, also, was ist denn jetzt hier los? Jetzt hat sie gegriffen. Das Ding wollte mich jetzt aber richtig ärgern, ne? So, 5432, die Nummer 2. Vier, drei, zwei. So, dann kommen wir zu diesem Teil hier. Dafür brauchen wir eine LP-Schraube. Und ich glaube, die hatte mir letzte Mal irgendwie gefehlt. Und da habe ich, glaube ich, eine AP-Schraube genommen. Weiß ich aber jetzt nicht mehr genau. LP. So, und zwar die LP kommt, wenn ich das Ding jetzt hier so habe, dann kommt der Schniebel hier nach rechts. Wow, beim ersten Mal. LP und wieder APs. Mein Gott, die geht doch mal gleich draußen gelassen. Doch, upsa. Nicht gleich so viele. Ich brauche ja nur noch zwei. Glaube ich. Danach kommen, glaube ich, die DM-Schrauben für den Rahmen. Boah, also Leute, das klebt hier alles. Also das ist so, so warm. So.
So. Ja. AP, AP, AP. APÖ, APÖ, APÖ. Und jetzt brauche ich 1, 2, 3, 4 DM-Schrauben. 4 DM. So, jetzt räumen wir das Möbel hier wieder. Alter Schwede, ist das langsam schwer, ey. Und mein Akku ist gleich leer. Ich wechsle nur schnell den Akku und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Akku, nicht Akku voll, aber neuer Akku drin. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wie wir hier so hinkommen. Fand ich euch jetzt schon weiter weg hier heute? Ja, ich habe euch schon. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier überhaupt welche ansetzen müssen. Ich setze die mal jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das. Nee, könnt ihr natürlich nicht sehen. Ich habe es letzte Mal gesagt. Und auch gemacht. Und ich werde es jetzt nochmal machen. Ich werde die Vorschrauben das geht dann wesentlich einfacher da reinzuschrauben, da das ja doch ein bisschen komplizierter ist. Aber das müsst ihr ja nicht zugucken. Machen so, wir. Da bin ich wieder. Eine habe ich schon mal angezogen. Also, ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist für Zwerge oder so. Da muss man echt etwas kleinere Hände haben oder keine Ahnung. Jetzt geht's weiter. Wo kommt denn denn... Oh. Aber wie gesagt, mit dem Vorschrauben kann ich nur wärmstens empfehlen, da man hier doch etwas bescheiden schön rankommt. So. Da noch eine, oder? Yep. Und wo kommt die vierte hin? 1, 2, 3, ach, da vorne. Hier vorne kommt die hin. Ach, ich dem lag. Oh, haben wir aber Glück gehabt.
Und gleich wieder zumachen, die Tür hier. Wenn ich es nicht abklebe, dann fällt mir hier wie vorne die Kofferraumklappe andauernd raus, rüber. Aber irgendwann haut hier noch nicht so richtig hin. Also, Schraube habe ich schon dran. So. Ja. Klatschen. Ah, meine Finger sind da dazwischen. Ja, liebe Leute, das war schon die Ausgabe 80. Wir haben die Seite jetzt auch dran. Und kommen der ganzen Karosserie schon etwas näher. Gut, dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Ein paar nette Kommentare, bei Daumen hoch wären schön. Und wenn ihr mögt, lasst ein Abo da. Ich bin raus, bis denn dann, euer Bastianes. Ciao, ciao.